Ganzkörpertraining erscheint meistens sehr zeitaufwendig und mühselig. Ein Glück gibt es aber Planks, die in kürzester Zeit für ein spitzenmäßiges Ganzkörper-Workout sorgen. Der Unterarmstütz ist nämlich einer der effektivsten Bauchübungen zur Stärkung deiner Rumpfmuskeln und lohnt sich dank der vielen positiven Effekte auf deinen ganzen Körper täglich auszuführen. Das Gute an Planks, sie benötigen keine zusätzlichen Hilfsmittel und nur wenig Zeit im Vergleich zu anderen Übungen. Außerdem sind die Ergebnisse schnell sichtbar. Welche Effekte tägliche Planks auf deinen Körper haben, wie du sie richtig ausführst, zeigen wir dir nun. Als kleiner Tipp, wenn du keine Zeit fürs Fitnessstudio hast, solltest du dir täglich insgesamt 5 Minuten Zeit nehmen, um Planks zu machen. Und du wirst wahre Wunder sehen. Sag Hallo zu deinem Sommerbody. Die Effekte von täglichen Planks. Diese 7 Auswirkungen haben Planks auf deinen Körper. Nummer 1. Du bekommst einen schlanken Bauch. Durch die Anspannung in deiner Körpermitte trainierst du in erster Linie deine Bauchmuskulatur, wodurch dein Bauch straffer und schlanker wird. Nummer 2. Du erhältst eine aufrechte Körperhaltung und bessere Balance. Durch die Stärkung der Rücken- und Bauchmuskulatur bekommst du eine verbesserte Körperhaltung, da die gestärkten Bauch- und Lendenmuskeln helfen, deine Wirbelsäule und Hüfte zu stabilisieren. Genauso verbesserst du deine Balance, sodass du in Alltagssituationen deinen Körper besser koordinieren kannst. Nummer 3. Erhöhte Beweglichkeit. Dadurch, dass die Übung die Schultern, Schulterblätter, Füße, Waden, Oberschenkel und Zehen dehnt, wirst du beweglicher und flexibler, was dir im Alltag zugutekommt. Nummer 4. Keine Rückenschmerzen mehr. Planks stärken deinen gesamten Stützapparat im Rücken. Insbesondere verbessern sie die Rumpfmuskulatur, ohne dabei Druck auf die Wirbelsäule auszuüben. Rückenschmerzen werden damit verschwinden. Nummer 5. Anregung des Stoffwechsels und erhöhte Fettverbrennung. Die Übung gilt als eine der effektivsten Übungen im Fitnessstudio, wodurch deutlich mehr Kalorien verbrannt werden als mit anderen Übungen. Dadurch regst du außerdem deinen Stoffwechsel an, wodurch die Fettverbrennung beschleunigt wird. Nummer 6. Stärkung des Durchhaltevermögens. Ein physischer Effekt von Planks ist dir zu zeigen, dass du durchhalten kannst und vieles im Leben schaffst. Damit stärkst du dein positives Denken und meisterst womöglich andere Situationen in deinem Leben leichter. Nummer 7. Reduktion des Stresslevels. Beim Plank werden die Muskeln gedehnt, die du unter Stresssituationen und täglichen Belastungen anspannst und dabei womöglich verkrampfen. Damit bist du durch Planks weniger stressanfällig und bekommst gute Laune. So führst du einen Plank richtig aus. Planks sind damit wahre Körpertransformer und so solltest du sie machen, damit du sie richtig ausführst. Deine Ausgangssituation: Setze dich auf die Knie und platziere dann deine Unterarme auf dem Boden, sodass sich deine Ellenbogen unter deinen Schultern befinden. Sie sind dabei parallel zu deinem Körper. Alternativ kannst du deine Hände auch ineinander verschränken. Richte nun den Blick nach vorne und lege deine Oberschenkel ebenfalls auf den Boden ab. Deine Füße hältst du währenddessen zusammen. Die Zehenspitzen sind dabei auf dem Boden. Los geht's! Nun hebst du deine Hüfte nach oben, sodass dein Körper von deinen Fersen bis zum Kopf eine Linie bildet. Dabei berühren nur deine Zehenspitzen und die Unterarme die Matte. Deine Beine sind komplett nach hinten gestreckt. Deinen Bauch ziehst du nun verstärkt in Richtung Wirbel und spannst dabei die Oberschenkel und deine Gesäßmuskulatur an. Halte diese Position statisch für 20 bis 60 Sekunden. Währenddessen sinkt dein Becken nicht ab. Jetzt wiederholst du die Ausführung nach immer ungefähr 30 Sekunden Pause. Nur ein paar Minuten täglich verbrennen Körperfett, stärken den Rücken und formen deinen ganzen Körper. Fange heute noch mit deiner Transformation an. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Wenn du weitere Tipps und Anregungen hast, dann lass mir auch gerne einen Kommentar da. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.